Ja, hier ging es auch in der Pause sehr lebendig weiter. Und wir machen jetzt direkt weiter mit Tom Lausen und seinem Intensivbettenschwindel. Ja, vielen Dank. Also ich muss dazu sagen, dass die gesamte Thematik mich schon seit Anfang der Corona-Krise beschäftigt. Und ich habe mich gestern gefreut. Gestern sind endlich alle Daten angekommen. Viele Menschen da draußen werden wahrscheinlich denken, Daten sind ja nicht aufregend. Ich finde das sehr aufregend. Und ich habe seit gestern vollständige Krankenhausdaten 2019, 20 und 21. Und ich kann sagen, es gibt eigentlich eine gute Nachricht und eine schlechte, die damit verbunden ist. Die gute Nachricht ist, es gab nie eine Überlastung des Gesundheitssystems. Die schlechte ist, es gab eine Unterlastung des Gesundheitssystems. Das heißt, wir haben in 2019 19,2 Millionen Menschen in den Krankenhäusern in Deutschland gehabt, mit allen möglichen verschiedenen Diagnosen und Krankheiten. 2020 waren es schon nur noch 16,7, 2021 waren es 16,6. Das heißt, in deutschen Krankenhäusern sind 5 Millionen Menschen nicht in die Krankenhäuser gekommen, ob sie jetzt verschoben wurden. Aber mittlerweile, nach 2 Jahren, wird man sagen, ich glaube, die Leute wollen nicht mehr ins Krankenhaus. Und ich möchte die Leute animieren, wenn sie Leiden haben, gehen sie wieder ins Krankenhaus. Das ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt. Denn mittlerweile ist es so, dass die Menschen, die in die Intensivstationen kommen, ich will das jetzt mal einfach mal in einem Zusammenhang setzen, in den Intensivstationen wird natürlich auch Geld verdient. Das sind ja auch Wirtschaftsbetriebe, die Krankenhäuser. Man darf das jetzt irgendwie nicht übel nehmen. Auf der einen Seite sind sie für unsere Gesundheit, auf der anderen Seite verdienen sie Geld. Aber wir sehen eine Zunahme auf den Intensivstationen, gerade von Pflegegraden. Und das ist sehr brisant. Das müsste eigentlich auch Herr Lauterbach untersuchen. Das ist ja unser Bundesgesundheitsminister. Bis jetzt ist das nicht geschehen. Wir wissen, dass 2020 100.000 Menschen zusätzlich auf deutsche Intensivstationen kamen, wo wir alle gedacht haben, die wären voll mit Corona-Patienten. Und es kamen aber 100.000 zusätzliche Pflegegrade. Und nur mal um ein Beispiel zu nennen, 50.000 alleine waren davon 80 plus, also 80 und älter, und im Pflegegrad 3, 4 und 5. Die hat man zusätzlich in 2020 in die Intensivstation verbracht. Und was bedeutet das für die Menschen? Die Menschen haben gedacht, die sind voll die Intensivstation. Und was wird gemacht? Es werden 50.000 zusätzliche Menschen in 2020 und 2021 über 80 Jahre da reingeschoben. Die Konsequenzen daraus, die möchte ich eigentlich gar nicht tiefer beleuchten, weil ich mir nur die Zahlen angesehen habe. Und ich habe gedacht, das ist eine Katastrophe. Das ist in der Tat ein großes Problem, was wir seit Jahren haben, auch bei der Berichterstattung über das Gesundheitssystem. Das Gesundheitssystem ist ein riesengroßes Kostenjonglagesystem, wo der Kunde, der Patient, ja nicht derjenige ist, der wie beim Kauf eines Fernsehers sagt, ja, den habe ich gelesen, Stiftung Warentest, der ist gut. Der Kunde kann in der Regel im Gesundheitssystem nicht einschätzen, was der Arzt ihm verordnet. Und wir haben über Generationen von Gesundheitsministern immer das gleiche Problem gehabt. Das Gesundheitssystem weicht dahin aus, wo es am meisten zu verdienen gibt. Und das war im Falle von Corona eben leider auch eine Pauschale bei der Auslastung der Intensivstationen, die etwa bei 75% lag. Und oh Wunder, wenig später waren die Krankenhäuser alle bei etwa 75%. Da gab es nämlich diesen Bonus obendrauf. Und das ist genau das Problem, was dann wiederum verzerrt den Blick auf die Pandemie und auf die Auslastung des Gesundheitssystems. Und das finde ich, ist hochdringlich und muss politisch aufgearbeitet werden. Aber Sie verkennen ja damit eigentlich erstmal die Lage. Das ist ja nichts, was ich dem Gesundheitssystem irgendwie ankreide, sondern es sind ja Gerichtsentscheidungen. Es sind Läden geschlossen worden. Es sind Existenzen vernichtet worden. Mit der Begründung, die Überlastung des Gesundheitssystems wäre ein Problem. Und jetzt sehe ich, ich habe 5 Millionen weniger Patienten. Wie kann ich ein System mit 5 Millionen weniger Patienten überlasten? Es geht gar nicht. Und ich schiebe noch auf die Intensivstation Patienten, von denen ich jetzt erstmal sagen würde, die waren im Vorjahr nicht da, obwohl die gleiche Anzahl da war, dann ist das nicht überlastet. Darum sage ich, das muss politisch aufgearbeitet werden, denn die Politik. Aber dringend. Die Politik weiß, welche Anreize sie setzt, und sie weiß auch, dass sich auf der Basis dieser Zahlen solche Lockdown-Maßnahmen nicht wirklich begründen lassen. Hier muss ich einmal ganz kurz einhaken. Und zwar war es ja immer so, dass wir immer freie Betten hatten. Das wurde ja auch berichtet. Ich habe damals immer auf Twitter habe ich immer gepostet, wie viel noch frei war. Das war auch in der härtesten Zeit 12%. Wenn ich mich richtig jetzt erinnere, mit Daten sollte man ja immer vorsichtig sein. Aber das eigentliche Problem war doch, dass einzelne Ortschaften einfach sehr stark betroffen waren. Und das war doch immer die Angst, dass unser Gesundheitssystem zusammenbricht, weil halt ortsbezogen in manchen Krankenhäusern halt wirklich Überfüllung da war. Ja, aber das ist ja genau, was ich vorhin schon sagte. 194.000 Menschen werden von deutschen Intensivstationen in
2020 von einer Intensivstation in ein anderes Krankenhaus verlegt. Also wenn Sie 194.000 Verlegungen haben, also insgesamt sind da 1,9 Millionen Patienten gewesen, ja. 10% verlegen Sie, dann ist das nicht ungewöhnlich, dass solche Patienten verlegt. Das ist eine völlig normale Sache für die Krankenhäuser. Das ist eingeübt, eingespielt. Das sind jetzt infektiöse Patienten. Da sind natürlich besondere Dinge zu beachten. Aber ich brauche dafür nicht die Presse anrufen und ich brauche schon gar nicht die Bundeswehr anzurufen. Also laut Ihren Daten gab es keine Überbelegung? Nein. Naja, wir sollten nicht vergessen, ich habe keinen Zugang zu diesen Zahlen. Also Sie, ich will das auch gar nicht in Frage stellen. Aber die haben Sie, das haben Sie lange recherchiert und das muss man ernst nehmen. Aber genauso ernst muss man doch auch nehmen, dass es viele, viele Operationen gab, viele auch, die auf Intensivstationen hätten kommen sollen, um da Operationen durchzuführen, auch dringende Operationen, Krebspatienten oder was auch immer, die diese Operationen nicht durchführen konnten, weil diese Intensivstationen belastet waren oder belegt waren oder je nachdem überbelegt waren mit Corona-Patienten. Und dann frage ich mich auch, oh, das ist nicht, das muss ich sofort. Können Sie direkt und zweitens, vielleicht können Sie das dann auch klarstellen, weil das ist wirklich eine Frage, die ich habe, auch vielleicht an meine journalistischen Kollegen. Es gab ja immer die Berichte über die Situation auf den Intensivstationen. Pflegerinnen und Pfleger, die gesagt haben, wir sind hier am Anschlag. Es gab Reportagen, die durch verschiedene Klinikflure gegangen sind. Wirklich bedrückende Sachen, wo auch sehr glaubhaft vermittelt worden ist, dass die Pflegerinnen und Pfleger da wirklich einen Höllenjob machen, auch aufgrund der Überlastung, die es da gibt. Da frage ich Sie jetzt, weil Sie sagen, das gab es alles gar nicht. Also war das alles eine Fehlinformation, die wir da erhalten haben? Also das gab es alles, ich fange mal hinten an, das gab es alles gar nicht, habe ich natürlich nicht gesagt, sondern ich habe das kann ich unterstützen. Es gibt tatsächlich Menschen, die auf Intensivstationen arbeiten und dort sich sehr belastet gefühlt haben. Das ist auch nachvollziehbar, weil die Arbeit, die auf einer Intensivstation sowieso stattfindet, ist immer mit Tod und mit Krankheit verbunden. Das ist in der Intensivstation so. Ich kenne das selber, ich habe eine Woche mal eine Intensivstation besucht, aber als Besucher eines Patienten, also ich habe mal eine Schicht sozusagen mitgemacht und kann das sagen, wie das da abläuft. Das sind tolle Menschen auf den Intensivstationen, das müssen die auch dort sein. Die haben eine Zusatzbelastung, die müssen sich einkitteln, die müssen teilweise schwitzend bestimmte Arbeiten machen. Das ist aber für die ganz normal. Naja, da muss ich mal widersprechen, wenn man sich diese Reportagen eben anschaut. Viele Kollegen bei Bild haben da auch Reportagen gemacht, aber es gab eine sehr eindrucksvolle, insbesondere im RBB wurde die, glaube ich, dargestellt. Und da, wenn man dort den Pflegern zuhört, dann sagen sie, dass Corona Intensivpatienten eben nicht wie alle anderen Patienten sind, denn sie müssen selbst in Schutzanzügen arbeiten, was wahnsinnig anstrengend ist für die Pflegerinnen und Pfleger. Genau. Ja, und gleichzeitig ist sozusagen ein Corona-Intensivpatient wesentlich, braucht noch mehr Arbeit als, ich nenne mal, normale Intensivpatienten. Und der Eindruck, der sich dort ergeben hat, dass es zumindest regional eine viel zu hohe Belastung in den Intensivstationen für diese Pflegerinnen und Pfleger gab. Die haben gesagt, wir können unsere Arbeit teilweise nicht mehr machen. Dafür ist ja die Verlegung da. Das ist ja das, was sozusagen auch gemacht wurde. Aber ich muss natürlich zurück zu meinen Daten. Ich habe jetzt natürlich ein paar Sachen gesagt, wo ich sage, okay, ich war auch nicht in jeder Intensivstation. Was ich eigentlich sagen wollte ist, auch der Professor Marx vom DIVI, der Präsident, und auch die sämtlichen Köpfe vom DIVI, die haben sich ja auch geäußert. Zur Bundesnotbremse ist ja gesagt worden, wir sind überlastet und so weiter. Das Problem, auch Herr Lauterbach hat sich übrigens dazu geäußert. Der hat ja gesagt, jetzt liegen die 47, 48-jährigen Väter auf den Intensivstationen und die Kinder verlieren ihre Eltern. Ich will denen das glauben. Das Problem ist nur, die holen einzelne, ihnen bekannte Meinungen ein. Ich besorge mir Daten von 1260 Krankenhäusern, von 1350 Intensivstationen. Das heißt also, ich gucke da jetzt nicht mit irgendwelchen Emotionen drauf oder sonst irgendwas, sondern ich sehe einfach nur die Daten und wie dort gearbeitet wird, wie die Auslastung prozentual war und so weiter. Und ja, natürlich, es gibt Intensivstationen, die fahren permanent auf 100%. Da ist immer Feuer. Da ist immer Feuer. Und es gibt Intensivstationen, die achten da nicht drauf. Die fahren auch mit 50. Die müssen auch hochfahren. Eine Intensivstation, ich muss das vielleicht mal einmal ganz kurz sagen, eine Intensivstation ist ja etwas, wo Patienten in der schwersten Notlage sozusagen liegen müssen. Da brauchen sie ganz viel Apparate und die müssen funktionieren.
Und wenn Sie sozusagen schon 10 oder 20 Betten haben und Sie haben da Maschinen, dann müssen Sie auch Techniker in der Nähe haben. Die müssen auch bezahlt werden. Und Sie haben da nicht 1:4 oder 1:5, sondern Sie haben 1:2 Patienten. Also ein Pfleger, zwei Patienten. Das ist alles teuer. Das heißt, die müssen hochfahren. Es geht gar nicht anders. Also wer uns sagt, ja, da sind nur noch 20% frei auf den Intensivstationen, der guckt sich nicht die Lage an. Das ist für die normal. Das müssen die machen. Und das ist auch nicht irgendwie eine Krankheit des Gesundheitssystems. Viele Maschinen, viel Personal, viel Techniker kostet Geld. Punkt. Da müssen Sie. Das heißt, die These zusammengefasst ist eigentlich, es war schon immer schlimmer auf der Intensivstation. Ja, ganz genau. Wo ich nur als mathematisch Mittelbegabter ausgestiegen bin, war die Tatsache, dass wir zu Anfang der Pandemie von Herrn Spahn gehört haben, wir haben 28.000 Intensivbetten in Deutschland. Zu einem irgendwie anderen Zeitpunkt mittendrin mal hieß es dann, ja, Mensch, wir haben 22.000 Intensivbetten und davon sind. Und ich sage, hallo, wo sind denn die anderen? Also wenn mir jemand eine prozentuale Auslastung mitteilt, aber sich die Bezugsgröße zwischendurch ändert, dann brauche ich wenigstens eine Begründung, warum sich die Bezugsgröße geändert hat. Und das konnte in der Regel die Politik nicht liefern. Das nimmt man einfach so hin als Nachrichtenkonsument. Aber es ist einfach nicht logisch. Das habe ich beschrieben. 100 Landkreise von 400 in Deutschland haben quasi, ich sag mal, relativ trickreich ihre Intensivbetten abgemeldet, die sie hatten. Das ist eine Definitionssache. Das haben aber nur 100 von 400 gemacht. Das heißt, also ein kleiner Teil. Also möglicherweise haben die anderen 300 es nicht verstanden, dass man das so machen hätte können. Und dafür haben die dann Ausgleichszahlung bekommen. Also da sind wir wieder bei Ihrer Eingangsthese. Ja, ich finde eine Sache hochinteressant bzw. wichtig, auch was Ralf sagt. Es gibt so viele Fragezeichen. Wenn es sie schon bei uns gibt, bei uns Journalisten, das genau. muss man doch sagen, wir brauchen endlich eine Aufarbeitung des Ganzen. Stimmt. Also einen Untersuchungsausschuss möglicherweise, der hervorbringt, was dort zu welchem Zeitpunkt öffentlich war, welche Daten es gab, was Politiker dazu gesagt haben. Und ich glaube, keine Krise hat die Bevölkerung je so eingenommen, eingeschnitten. Und darüber wird viel zu wenig gesprochen, finde ich. Ja, vielleicht ist der Spruch von Jens Spahn, wir werden uns für vieles entschuldigen müssen. Im Endeffekt wird daraus, wir werden uns für vieles entschuldigen müssen und dann noch mehr. Also ich bin auch sehr gespannt. Buch werde ich lesen. Ich bin gespannt.